Wir sind heute noch einmal mit einem Ersatzzug in NRW unterwegs und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Bonusvideo. Wir starten heute in Düsseldorf und fahren bis kurz vor Wesel und legen dabei noch einen Zwischenstopp in Oberhausen ein. Und unterwegs sind wir heute auf der Linie RE19. Ja, und ihr seht es hier schon, hier kommen also auch wirklich sehr außergewöhnliche Fahrzeuge zum Einsatz, die man heute kaum noch sieht, nämlich die ehemaligen Dostos aus der DDR oder kurz die DR-Dostos, ganz typisch mit dieser schrägen Fensterlinie und eben diesem Sitzmodell, was man so heutzutage auch nirgendwo mehr antrifft. Die sind inzwischen extrem selten geworden. Bis vor einigen Jahren hat man sie noch häufiger angetroffen. Aber heute findet man sie eigentlich nirgendwo mehr. Ganz, ganz selten kommen sie noch bei der S-Bahn Dresden zum Einsatz. Aber auch nur noch als allerletzte Reserve. Das heißt, auch dort wird man sie in der Regel kaum antreffen. Und so dürfte das hier aktuell meines Wissens nach einzige oder fast einzige Möglichkeit in Deutschland sein, diese Wagen noch anzutreffen auf dem RE19 und auch da nur zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends, denn sie fahren nur auf den Verstärkerfahrten. Die fahren zwischen Emmerich und Düsseldorf morgens ganz früh am Morgen hin und am Nachmittag dann wieder zurück. Das sind also wirklich nur die Verstärkerzüge für den Berufsverkehr. Die sollten nach dem eigentlichen Fahrplan ausfallen, wurden dann aber kurzfristig von der Wedler Franz Logistik übernommen. Es gibt am Morgen 3 Züge und am Abend 3 Züge, die mit jeweils einer halben Stunde Versatz fahren. Dadurch werden, obwohl es eben nur so wenig Fahrten gibt, gleich 3 verschiedene Umläufe nötig, somit auch 3 verschiedene Wagenparks. Und nur einer davon wird mit den DR-Dostos gefahren. In meinem Fall war das der erste Zug, der von Düsseldorf in Richtung Emmerich fährt. Und die nachfolgenden Züge, die zeige ich euch gleich noch ganz kurz, werden dann mit N- und Y-Wagen gefahren. Aber der außergewöhnlichste, das ist eben der mit den DR-Dostos. Und den findet man eben jetzt in der Übergangszeit aufgrund der Insolvenz von Abellio auf den Verstärkerfahrten des RE19. Etwas mehr zu den Umständen des Ersatzverkehrs habe ich euch im letzten Bonusvideo schon erklärt, als ich mit dem RE11 gefahren bin, der aktuell von TRI und der Zentralbahn betrieben wird. Wenn ihr es genauer wissen wollt, könnt ihr euch natürlich gerne auch dieses Video noch anschauen. Hier erreichen wir dann den Hauptbahnhof von Duisburg. Ab hier wurde der Zug dann langsam etwas leerer, aber er war ziemlich gut gefüllt. Es ist eben eine Verstärkerfahrt im Berufsverkehr. Demzufolge sind die Züge natürlich auch nicht gerade leer. Nicht ganz optimal fürs Video, deswegen konnte ich jetzt nicht wirklich durch den Zug laufen. Denn aufgrund von Datenschutzgesetzen hätte ich sowieso alles zensieren und pixeln müssen. Deswegen habe ich euch eben nur so ein bisschen was aus dem Innenraum zeigen können. Aber es sind im Prinzip auch alle Wagen gleich, bis auf den Steuerwagen. Das ist ja ganz typisch bei den DR-Dostos. Die wurden in den letzten Jahren immer mit den etwas moderneren Steuerwagen eingesetzt. Die erkennt ihr ganz einfach daran, dass sie eben nicht diese kantige Form haben, sondern oben einen runden Abschluss haben. Und dort befindet sich dann auch die erste Klasse. Geschoben wurde der Zug übrigens von der Baureihe 114, die sonst am Nachtzug
von Berlin in Richtung Stockholm eingesetzt wird. Hier haben wir nun einen weiteren Ersatzzug eine halbe Stunde später. Der wird nun mit N- und Y-Wagen gefahren. Auch der war relativ voll. Deswegen kann ich euch leider jetzt nur einen N-Wagen zeigen, denn der Weg zwischen N- und Y-Wagen wurde durch einen Kinderwagen versperrt, weil nicht alle mitbekommen haben, welcher Wagen den Mehrzweckbereich hat. Generell war leider auffällig, dass sich viele Fahrgäste überhaupt nicht informiert hatten. Bei meiner Fahrt wurde der sehr freundliche Zugbegleiter wüst beschimpft von einer Frau, die erwartete, dass an jedem Einstieg jemand bereitsteht, um zu helfen, weil es ja Stufen gibt, was es sonst nicht gibt, was natürlich absoluter Schwachsinn ist. Die Züge fahren hier, während die Verstärkerzüge fahren, alle 15 Minuten und die regulären Züge sind alle barrierefrei. Das heißt, diese Verstärkerzüge sollten eigentlich ausfallen, wurden freundlicherweise von der WFL noch übernommen. Und man muss hier froh sein, dass überhaupt Züge fahren und da nicht noch die Zugbegleiter verbal angreifen. Das ist wirklich unmöglich. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da ähnliche Erfahrungen schon gemacht habt bei den Ersatzzugfahrten. Das war's damit aber erstmal für dieses Video und die Fahrt mit den sehr außergewöhnlichen und leider schon seltenen DR-Dostos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.